Moin Leute, Trimax hier. Heute zocken wir endlich wieder ein richtig, richtig geiles Story-Game. Wahrscheinlich das Story-Game des Jahres auf exklusive Titel auf PlayStation. The Last of Us 2. Ich will das Game komplett durchziehen. Ich liebe Zombie-Survival-Games und Serien extrem. Nicht nur in der Apokalypse, wenn es darum geht, yo, was machen die Zombies, sondern wie sind die Menschen zueinander. Krieg ich nicht von genug. Und jetzt mit so einem Titel habe ich einfach extrem Bock drauf. Ich werde die ganze Playlist auf YouTube laden. Ich möchte das Game durchziehen. Zuschauer, falls ich das Game nicht weiter daddeln sollte, nervt mich. Mods, ihr genauso. Das ist so ein geiles Game. Das ist noch in 5 Jahren geil. Das müssen wir durchziehen. Und ich habe richtig, richtig Bock drauf. Ich habe The Last of Us 1 nicht gespielt, aber ich habe die letzten 3 Stunden damit verbracht, mir Let's Plays reinzuziehen. Und ich habe mir 3 Zusammenfassungen reingezogen. Ich bin gut bewandert auf dem Thema. Weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Scheiße, noch lauter? Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Also, ganz kurz mal zusammengefasst. Es ist Zombie ausgebrochen. Irgendein Pilz befällt die Leute und dann verwandeln sich zu Zombies. Apokalypse, viele sind tot, deswegen auch The Last of Us, weil es nicht mehr so viele Menschen gibt. Sie ist aber immun. Sie wurde übelst von Zombies attackt und ist nicht gestorben und hat sich nicht verwandelt. Und jetzt möchte man wissen. Bei den Fireflies. Boom. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Ist ja voll die Zusammenfassung, was passiert ist. Gut, kommt ihr gut rein. Aber dabei wäre sie gestorben. Gütiger Gott. Doktor? Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Alter, ist er alt geworden. Wie viel später Scheiße, spielt denn Mann, das? Joel. Oh, ich bin lost. Oh, ich war lost. Ich war lost, ich war lost. Das war ich. Ich war lost. Was hast du gemacht? Digga, die sehen sich aber auch verdammt ähnlich. Halt's Maul. Sie gerettet. 5 Jahre später. Sind ja Brüder, gut. Ist aber auch. Ich bring dich raus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab In ihr ist irgendwas drin, dass sie immun ist. Aber sie müssen sie dafür töten, um herauszufinden, was es ist und ein Heilmittel zu machen. Das ist. Wirklich krass. Wie viel weiß Ellie? In so vielen Zombie-Apokalypsen. Das waren nur Tests und ihre. Ist immer einer immun. Immunität bedeutet nichts. Aber es wird nie langweilig. Das hat sie geglaubt? Sie hat's so hingenommen. Wir sollten zurück.
einfach eine Gitarre mit mir auf. Oh, hat sich die Auflösung verbessert, ne? Ach, ich spiele schon, das jetzt geht's los, okay. Alter! Die haben ja einiges gemacht. Sind wir ja schon auf der PlayStation 5 oder was? Reitet mit einer Gitarre in den Sonnenuntergang. Das ist ja auch ein bisschen soft, oder? Aber die Pferdesteuerung ist eigentlich sehr gut. Oh, das geht gut rein. Ach, das ist doch schon wieder ein drecksgeiles Game. Ich hab so Bock auf das Game, fuck. Die Games sind alle sehr, sehr ähnlich. Alle Zombie-Apocalypse-Games, immer das gleiche. Einer ist immun, dann gibt's verschiedene Gruppen, die attacken sich. Gibt's Plünderer. Gutherzige Leute noch. Aber ich könnte davon auch 10 Games zocken, wenn die alle gut wären. Ah, L1 ist Sprinten. Ja, Pferde sind eigentlich ganz schön OP. Wie viele Jahre ist das nach dem Ausbruch jetzt? Also wie lang ging der erste Teil, wo alles weg war? Und wie viele Jahre ist das jetzt später? Also kann man sagen, weil die Tankstelle sah ja schon gerade ganz schön abgefuckt aus. Also das sah nach mindestens 10 Jahren aus. Seit dem Ausbruch. Digga, das ist ganz schön... Das ist ganz schön lässig. Das sind ganz schön gute Graphics. Kommen die auch im Stream rüber? Ja. Geil. Was ist das denn? 20 bis 30 Jahre? Los. Schon okay, ich mach das. Geh schon. Sicher? Ja. Okay. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehm's mit ins Grab, wenn's sein muss. Bis später, Tommy. Das ist schon sehr Walking Dead-mäßig, holy shit. Also das ist ja auch mit der kleinen Stadt, den Häusern, Straße in der Mitte. Der großen Pforte. Aber das Game ist viel geiler, als es gibt ja auch ein Walking Dead Game. Und da ist Last of Us deutlich besser. Na gut, sie ist auch keine 10 mehr, ne? Hallo? Ellie?
Scheiße. Mann, hast du mich gerade erschreckt. Ich hab geklopft, aber... Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Was? Die Leute... Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und wie gut du hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Was ist das? Ah, er wollte ja Gitarre beispringen irgendwann. Nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Okay. Jetzt endet er so rein wie der Strobel. Versprich mir, dass du nicht lachst. Das war's. Werde ich nicht. Ehrlich. Also in Capodastra eingespannt. Scheiße, ich muss spielen? Mit einem... Was? Zum Anschlagen wischen. Was? Ich muss hier rüber wischen? Wie denkt sich denn sowas aus? Spürt's ja richtig. Ganz schön gerockt. So, das war's. Naja, gar nicht mal so übel. Alter, die ist so 16. Na, das ist doch schon was. Die gehört dir. Nein. Nein, ich hab doch keine Ahnung. Ich hab versprochen, es dir beizubringen. Hast du. Na, was sagst du? Morgen Abend, erste Stunde? Okay. 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 Weißt du den Witz wieder? Um.
Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Das ist dämlich. Er versucht sie so klar zu machen. Träum schön. Also Leute, er hat seine Tochter verloren und sie hat auch alles verloren. Und die hat den ganzen ersten Teil halt zusammen alles verbracht und ultra viel erlebt. Aber wenn man das nicht weiß, könnte das auch so rüberkommen, als hätte er sie gerade ganz übel angegraben. Ja, aber ich habe jetzt total Bock, Gitarre zu spielen. Da kriegt man total Bock. Gitarre ist saustark. Geile Musik, voll der lange, laute Ton. Hallo? Vier Jahre später. Scheiße. Also nochmal vier Jahre später. Verdammt. Hey. Morgen. Sorry, ich hab total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Warte. Du und Dina? Oh. Ich dachte, dass... Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht... Ich würde echt nie... Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Zieh dich an. Oh, du jetzt bist ist sie so circa Idiot. 20. Schon eine schräge Nummer von dir. Oh. Dein Zeug zusammen, wir sind schon spät dran. Zeug zusammenpacken. Hm, riecht okay. Wenn das ein Typ sagt, ist das irgendwie lässig, aber... Okay. Naja. Ey, ich feiere das Game mit so großen Stories und so super lang, ne? Also viele fragen, ist das ein Game oder ist das ein Film? Ich feier, wenn die Grenzen verwischen. Also ich find's gerade gut. Hey, ist Joel wach? Im Norden wurden Infizierte gesichtet. Oh ja, ihn und Tommy früh losgeschickt. Oh, scheiße. Ja, aber bestimmt nicht lang geschlafen. Jedenfalls nicht so lang wie du. Ach, Klappe. Wollte gerade aufstehen. Wirklich. Hast du alles? Ja. Wieso sieht das Game so gut aus auf der PlayStation 4? Pass auf, du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Hm. Was? Ihr könnt das nicht sehen, weil der Stream nicht alles überträgt. Hab ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Hat Joel ihn geschlagen? Ja, geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. Mann, schräge Nacht, Mann. Klingt aufregend. So joggen die hier einfach durch die Stadt? Maria möchte mit dir reden. Wo ist sie? In deiner. Es ist ein PS4-Exclusive, damit das Game perfekt abgestimmt, okay. Keine Ahnung. Sag ihr, du hast mich nicht gesehen. Entschuldigung? Ey, ist das nicht sau chillig für euch? All diejenigen, die so welche Games extrem geil finden, aber keine PlayStation haben. Und jetzt zocken wir das komplett durch und machen eine saftig gute Playlist auf YouTube. Ist das nicht voll chillig? Jetzt müsst ihr euch keine PlayStation kaufen und das Game und alles? Mhm. Hey, also... Alles okay bei uns? Lässig. Bei dir und mir? Ja, natürlich. Das mit Dina ist vorbei. Ich weiß, ich will nur nicht, dass du denkst... Ellie, alles cool. Versprochen. Danke. Ja.
Hey, mein Alter. Ja, lass dich kraulen. Alter, wie lässig ist denn das hier? Ganz schön große Stadt. Hi, Jesse. Oh, hi. Ich würde am liebsten einmal überall rumlaufen und mir alles angucken, aber dafür haben wir keine Zeit. Willst du was frühstücken? Nein. Wo ist Maria? Hin. Entschuldigung. Ellie, komm bitte mal her. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Na schön. Seth. Seth, komm her. Scheiße. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich habe hier ein paar Sandwiches. Okay. Alter, die haben Sandwiches schon? Mit Steak. Danke, Seth. Ja, also... Passt auf euch auf. Yep. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da? Heuchler-Sandwiches. Alter, was? Riecht gut? Gern dir. Sicher? Sicher. Ich bringe euch raus. Okay. Sie sind wieder so weit aufgebaut, dass sie Sandwiches haben mit Steak. Da geht's denen ja. Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst. Die haben auch Strom. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Eigentlich ganz chillig. Geh zum Posten im Nordwesten, da sollten sie heute noch hinkommen. Wie erfahren wir das? In letzter Zeit wurden sehr viele Infizierte gesichtet. Aha. Wollte gerade fragen, wie viele Infizierte gibt's? Ich wollte mir die Bachpfade vornehmen. Das müsste dann jemand anders übernehmen. Early, kennst du die Bachpfade? Nicht gut. Dina war schon oft dort. Dann übernehmt ihr beide das. Early, hast du kurz Zeit für mich? Was ist? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Maria. Du bist ihm sehr wichtig. Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. Pass auf. Mach ich. Hey, Dina, es gibt Arbeit. Gib mir eine Minute. Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Oh, mein Gott. Hey, Dina. Können wir reden? Hey, Leute, ich bin raus. Och, Mann. Wie lange? Puh. Hey. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Oh, kein Problem. Ich verstehe das. Ich fühle mich nur mies. Warum? Na, weil ich schuld an dem Ganzen war und... Ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen und... Du warst betrunken, schon okay. Trotzdem, ich will nicht, dass du denkst. Nein, ich interpretiere da nichts rein, also... Weißt du, was ich an dir liebe? Dass du mich immer ausreden lässt. Sie hatte ja schon mal was mit einem Mädel, ne? In einem Prequel oder sowas, einem Zwischenteil. Au! Was soll das? Ich spiele doch nicht mehr mit! Weil du feige bist? Feigling! Ich hasse ihn so sehr. Machen wir sie fertig? Ja, gerne. Ihr wolltet es so? Lauf lieber, ihr kleinen Scheißer! Oh, Scheiße! Oh in Gott, Deckung. Muss ich aimen. Los! Oh, Treffer. Wir machen mal Halle, Alter, eine Schneeballschlacht.
das. Na warte, dich krieg ich, du Zwerg. Digga. Ausgewichen. Ja, ich meine, cool. Lass mich Alter, aus der Drehung. Aha, gefällt dir das? Das steht, du Zwerg. Voll ins Gesicht, Mann. Ich seh dich. Da hast du. Wir gewinnen. Digga, was hatten die für Aim, Mann? Hab ich auch mal kassiert. Ganz schön hart. Ich komm gleich rüber und zeig's dir, aber echt. Ey, Digga, wer aimt denn so krank von den Kills? Versteck dich lieber. Nicht fair! Na, wie war das? Ich hab 6-mal auf den kleinen Jungen geworfen, voll assi. Oh, Assi! Damit kommt ihr nicht davon! Muss ich jetzt. Oh Gott. Das ist Trimax mit seinen Fans, ja, genau. Ich range mit euch, Zuschauer. Los, wir haben noch Arbeit vor uns. Na los. Ich bin wohl selber schuld, was? Yep. Gehen wir. Scheiße, Mann. Also, Jesse will, dass wir die Bachpfade nehmen. Er löst Joel und Tommy ab. Oh, schön, dass er uns losgeschickt hat. Dir wird die Strecke gefallen. Guten Morgen. Morgen. Hey, Ladies, ich bring sie rein. Danke. Alter, wie cool ich rückwärts laufen kann. Echt eine lässige Stadt, die sie hier haben, ne? Muss man mal sagen. Braves Mädchen. Schau, wer da kommt. Danke. Na los. Okay. Ah, sieh an, wen haben wir denn da? Ja. Einmal für dich. Und einmal für dich. Öffne das Tor! Alter, what the fuck? Ganz ruhig, Kinder. Was ist dahinter? King Kong oder was? Was bauen die da für ein Tor hin? Ihr wisst, wie es läuft. Den Routen folgen, Logbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Okay, dann mal los. Ich sag jetzt schon, immer Pferde in der Zombie-Apokalypse, immer stark. Dann sind aber irgendwann zu viele Zombies. Das Pferd erschreckt sich, springt hoch, schmeißt den Reiter runter und der Reiter ist mitten in der kleinen Zombie-Horde. Ist immer so. Zombie-Survival plus Pferde gleich Pferd schmeißt in ungünstigen Situationen den Reiter runter. Immer. Immer. Was für ein lässiges Anwesen. Also so richtig schlecht geht's in der Zombie-Apokalypse nicht, ne? Hey. Hey.
Warum ist die so... What the fuck? Was hast du geträumt? Hab ich geredet? Du hast wieder... Was ist denn mit der los? Die hat den gleichen Körper wie ich, aber das ist als Frau, glaube ich, nicht so gut, oder? Wo warst du? Hol dein Zeug. Ich will dir was zeigen. Was? Vertrau mir. Wie kann man in der Zombie-Apokalypse so aussehen? Mal los. Hier lang. Willst du echt nicht warten, bis die Sonne rauskommt und es wärmer ist? Wer bin ich jetzt? Wo ist das denn? Nein, kannst kaum erwarten. Kannst du es mir nicht einfach sagen? Du musst es sehen. Alter, was hat noch für Parkour-Skills? Habe ich das auch? Ja. Warum wanderst du ganz alleine hier draußen herum? Ich war unruhig. Du auch? Kommt mir vor, als wird's weiter nach Süden immer schöner. Willst du weiterfahren? Den ganzen Weg bis nach Mexiko? Ich hab drüber nachgedacht. Wir könnten Manny's Heimat sehen. Ja, ich glaube nicht, dass sie seinen Geschichten gerecht wird. Weiß man schon, wer wir sind, oder ist das jetzt einfach unbekannt? Hast du alles im Dunkeln gemacht? Ja. Na komm schon. Wenn wir so weitermachen, sind wir für den Trip nachher zu müde. So weit ist es nicht. Hey, ist Mel okay? Sie ist in letzter Zeit so durch den Wind. Sie kommt schon klar. Unbekannt? Nicht so komisch, du machst dir Angst. Ich bin ganz normal. Willst du dich von Mel trennen? Was? Nein. Hättest du wohl gern. Ich hatte genug. Danke. Autsch. Nicht jeder ist so anmutig wie du. Ist doch klar. Crazy, wieso kriegen die das? Du kriegst das hin. Das ist zu hoch. Na los. Ich würde gerne mal nur testen wollen, was passiert, wenn ich nach links laufe. Shit. Ich war das noch nicht. Sieh mich an. Abby. Nicht runtersehen. Springen runter. Owen, müssen wir hier lang zurück? Geht nicht runter zu springen. Dich deinen Ängsten zu stellen. Wie wär's, wenn ich dir in man den Arsch kann nicht runterspringen. Abby. Kann man echt nicht. Hör auf zu flirten. Woher wusstest du das? Kann nicht runterfallen. Ich drück links, geht nicht. Na gut. Wie heiße ich? Ich heiße Abby? Na gut. Ist es das? Wir sind da. Stadt. Ja. Hast du schon jemandem erzählt? Du solltest es zuerst sehen. Sie patrouillieren von der Stadt zum Außenposten. Da drüben. Dazwischen gibt's noch mehr Posten. Sie haben Strom, Waffen. Es sind viele Leute. Wir kriegen das schon hin. Was haben die vor? Okay. Und wenn er da drin ist, wie kommen wir zu ihm? Wir fangen eine Patrouille ab, fragen nach ihm und dann... Ich weiß nicht. Können wir ihn vielleicht irgendwie rauslocken? Ja, okay. Wir geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Hörst du dir eigentlich zu?
Hast du eine bessere Idee? Was ist denn los mit dir? Er ist schwanger. Oh. Okay. Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen. Wir überzeugen sie. Stimmt's? Die sind irgendwie... War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Abby, ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Hey. Hör auf! Komische Typen, sehen ja. Wir sehen uns in der Lodge. Stimmt. Die zählen Ärger an, die sind auf Krawall gebürstet. LOL! LOL! Ihr habt gesagt, das geht nicht! Hä, wohin ging das nicht? Jetzt ging's? Scheiße, sah das krank aus. Das war wie ein Jumpscare. Weil es eben nicht geklappt hat, wollte ich es nochmal probieren. Digga, die ist komplett aufs Stein geknallt. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich muss darüber, oder? Ah, sprinten dabei. Perfekt. Oh. Bauchlage. Viereck ist nicht nachladen, Viereck ist... Wie gruselig ist das Game? Zählt das als Horror-Game? Nee, ne? Survival-Game. Ist das so ungefähr so gruselig wie Days Gone? Also jetzt kommen nicht so ultra-kranke Jumpscares auf mich zu, ne? In der Felsspalte oder so ein Scheiß. Doch, schon Horror. Los. Wie viele Leichen sind hier denn? Und wer geht denn ohne Ersatzmagazin raus? What the fuck? Okay, ich hab mich komplett erschrocken. Muss ich immer wieder vier Ecken? Ja. Kann ich ihn abschneiden? L1. Na komm. Soll ich schießen? Ich behalte meine Schüssel. Ausweichen. Ausweichen. Schlagen.
Digga, wieso soll ich... Wieso hat sie denn kein Messer? Wieso hat sie nur 5 Schüsse? Was für ein creepy Scheiß. Alter, das ist, ich bin stopp! Digga! Ausweichen? Ja, das war's. Digga, was ist sie denn einfach? Ich hab gut gespielt, aber ganz im Ernst, wir haben gelacht, weil sie so ein absolutes Monster, muskulöses, etwas ist, aber ist so ultra entspannt. Die kann mit der bloßen Faust 4 Zombies totschlagen. Das könnte Chef Strobel zum Beispiel nicht. Medikit ausdrücken. Medikit heilen. Was kann ich nicht fragen, Chef Strobel? Ja, so. Du hättest sie mal gerade sehen müssen, als sie ihre Jacke ausgezogen hat, Alter. Die macht locker 150 Kilo Bankdrücken. Verstehe ich aber auch nicht. Ist Zombie-Apokalypse seit Jahren. Wie willst du denn über so lange Zeitraum jeden Tag 250 Gramm Eiweiß essen und dann noch Testo dir ballern? Wo kriegst du das denn her über 10 Jahre? Oh fuck, das Game ist doch gruseliger, als ich gedacht hatte. Ich dachte, das wäre so... Oh. Munition. Ja, 2 ist nachladen. Oh, das ist ja doch schon ziemlich creepy. Aber wie viele Jahre ist das Game? Fuck. Hä? Digga, R2 ist nachladen. Wo ist jetzt nachladen? Ah, R2, wenn ich im Fight bin. Okay. Bisschen komische Steuerung, aber passt. Das Game ist ab 18. Okay. Was muss ich nochmal drücken? Digga, was ist sie denn einfach? Sie hat sie auch kein Messer. Kann sie mal die Taschenlampe ausmachen? Das ist ganz schön siffig hier.
Aha, hier ist eine Treppe nach unten. Naja, machen wir aber doch wieder die Taschenlampe lieber an. Lautloser Kill. Wieso hat sie nicht einfach ein Messer? So macht man das. Na, was heißt so macht man das? Von 4 Schüsse. Ich bin allergisch. Oh. Ein Schuss back. Ah, hier kann man looten. Noch ein Schuss. Ist hier noch mehr Schüsse? Ich hasse es, bei einer Zombie-Apokalypse zu schießen. Weil dann... Oh, wieder zurück auf 6. Weil die Zombies das dann hören. Hier ist noch safe, noch Schüsse, ja, aber klar. Lauf. Oh, Digga, das Game ist direkt schon so schwer. Hä? Ich kann nicht schießen. Scheiße. Wieso hat sie nicht einfach ein Messer dabei? Es wäre so viel einfacher. Sie muss jedes Mal mit Genick brechen. Wisst ihr, wie schwer das ist, Genick zu brechen von Menschen? Das ist sau schwierig. Du musst den richtigen Griff haben und super viel Kraft aufwenden. Und dabei darfst du nicht mal gebissen werden von den Zombies. Das sind frische Fußspuren. Oh, von Hufen? Habe ich nicht erkannt. Bin kein Pfadfinder, sorry. Das Game ist ja übel geil. Ja, finde ich auch. Hier lang. Bin hinter dir. Die Auflösung, das ganze Ambiente, das Fighten und Schießen fand ich auch ganz gut. Kennst du ihn eigentlich? Auch wenn ich gerade noch ein bisschen lost war. Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Ist wie ein Film, ja. Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Ja, aber... Da gibt's nicht viel zu erzählen. Au.
Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich. Interessant. Klappe. Okay. Du kannst Schimmer da anbinden. Das ist eigentlich auch assi, Pferde anzubinden, ne? Wenn dann ein Zombie kommt, kommt das Pferd nicht weg. Hey. Willst du was Spektakuläres sehen? Du willst auf dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey. Komm schon, Dummkopf. So. Was muss ich machen? Hallo? Alter, warum muss ich so dicht an sie ran? Na, wie findest du die Aussicht? Ist ziemlich schön. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Wo tragen wir uns ein? Na komm. Ach so, ich, Digga, what the fuck? Ich kann linken. Mit wem warst du auf dieser Route? Jesse? Wusstet ihr auch nicht. Ich dachte, das wäre noch die Szene. Oh, Eugene. Mann, der war lustig. Oh ja. Und er hat mir viel über Elektronik und so beigebracht. Auf dass wir mit 73 auch so fit sind. Auf dass wir auch 73 werden. Okay. Das war schon ziemlich solid. Jetzt wäre ich gerne wieder Abby, die würde da einfach so von hier hochspringen. Uns ein. Was war das hier? Das war früher ein Funkturm. Und fertig. What? Komm. Wie schnell. Die Stadt da ist unser letzter Halt. Schau mal. Da ist die Stadt. Ja. Mit dem großen Turm? Yep, da ist der nächste Posten. Gehen wir zurück zu den Pferden. Ich würde gerne mal die Waffe ausprobieren, die sie jetzt hier gerade am Rücken hat. Frage. Hattest du die Klamotten gestern schon an? Ach, die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind erwischt. Auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Sieht trotzdem gut aus. Siehst trotzdem gut aus? Schon angegraben. Deswegen sind Pferde auch einfach stark. Die können auf der Stelle drehen. Ganz kleiner Wenderadius. Man sollte so sterben wie Eugene. An einem Infarkt? Nein, am Alter. Nach einem langen Leben.
Du? Niemals, echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Musst du gerade sagen? Du wirst wahrscheinlich an Unterkühlung sterben, weil du uns Schneestoffschuhe trägst. Ich habe heute Stiefel an. Weißt du, wie du sterben wirst? Lass mich raten. Du bringst mich um? Nein. Vielleicht. Leck mich. Alter, wie schnell ist sie denn? Ich komme gar nicht hinterher. Die Pferde sind unfassbar praktisch. Aber ich habe auch immer sehr Respekt vor Pferden immer. Hey, sehen wir uns die Häuser an? Wirkt verlassen, aber wenn du möchtest, da sind bestimmt noch Vorräte. Welche Häuser denn? So Open-World-mäßig ist das hier, dass ich mir jetzt das Haus aussuchen kann. Das Haus möchte ich mir angucken. Ups. Nee, warte mal. Vielleicht muss ich die irgendwo festbinden? Aha. Habe ich noch andere Waffen? Was weißt du über diesen Ort? Ist eine normale evakuierte Siedlung. Nee. Infizierte kommen fast nie so weit hier raus. Wir fangen sie meist an der äußeren Grenze ab. Was machst du heute Abend? Ich dachte, ich sehe mir Joe einen Film an. Munition? Oh. Ist alles klar? Ja. Dear Santa. Oh, Digga, weglegen. Brief an Weihnachtsmann. Was für einen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Curtis und Viper 2. Den habe ich schon länger auf meiner Liste. Alter, guck mal hier, was ich alles hab. Wow. Der mag diese schlechten. Ah, das ist hier mit Skatebaum. Fährt er voll drauf ab. Oh nein. Wie geil. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Was ist mit dir? Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Ist ja geil. Zum Schlitten fahren. Das klingt gut. Blöde Frage jetzt, aber kaufen kann man sich das nicht, ne? Wollen wir uns danach treffen? Ein paar Punkte davon? Okay. Vielleicht spiele ich Gitarre für dich. Okay. Hm. Wie viele Stunden hat das Game? Also wie lange dauert das, das Game durchzuzocken? Pay to win? Ja, ist ja nicht Pay to win, ist ja PvE. Ich spiele nicht gegen andere Spieler, da schade ich ja niemanden. 25 Stunden Story angeblich? Na, Prost Mahlzeit, da habt ihr euch jetzt ja was eingehandelt. Es wird kälter. Wieso ist es so schnell? Recht. Ruhig, Mädchen. Lol. Ach, du Scheiße. Fuck. Was zur Hölle? Stickt. Das waren bestimmt Infizierte. Ach so. Aber wie viele, wenn sie einen echt klein kriegen? Mehr als einer. Wo zum Teufel stecken? Los, wir suchen sie. Alter. Ah, suche mal das Gewehr raus. Verstehe. Ah, ja, eins ist Waffe wechseln. Gewehr. Ups. Ah, sie hat ein Messer. Das ist gut. Na stimmt, haben wir eingesammelt. Shit. Da sind welche drin. Wie sind die da bloß reingekommen? Viel wichtiger, wie kommen wir da rein? Ja, für die, wo sind die reingekommen? Vielleicht eine Blutspur hinterher. Dina, hier lang. Erwischt. Nein! Mann, wieso ist Schießen und Nachladen ist auf R2? Mal sehen, ob wir zur Rückseite des Supermarkts kommen. Munition sparen jetzt erstmal. Ich spiele jetzt eine andere Waffe. Es ist auch Schießen und Nachladen ist auf der gleichen Taste. Ich sagte ja, ich bin lost, aber das ist auch, finde ich, lost, wer das eingestellt hat.
Muss schauen, dass du deine Muni sparst. Ja, ach nee. In jedem Survival-Game muss man Munition sparen. Was hat das jetzt gebracht? Kann ich irgendwie Schränke öffnen oder so ein Scheiß? Sachen eingesammelt. Aha. Ja, doch, schmeckt. Schneller Wurf. Schlag. So. Messer ist der way to go. Ja. Fuck. Also ich sag's ganz ehrlich. Danke. Ich wäre auch gerne mal für einen Tag in der Zombie-Apokalypse. Aber dann mit so einer richtig krassen Machete. So einer 50-Zentimeter-Klinge. Oder mit so einem 20.000-Euro-Samurai-Schwert. 1,5 Meter lang. Und du metzelst dich einfach durch Zombies durch. Die können nichts machen und die sind total dumm. Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Einfach mal, nicht immer diese Scheißausstattung, nur eine Flasche oder ein Schraubenzieher oder keine Munition, sondern einfach mal so richtig. Weißt du? Scheiße. So richtig ausgestattet. Ich kann heute einen neuen Rekord aufstellen. Schweres Maschinengewehr oder alles. Verwende gesammelte Teile, um deine Waffen deiner Werkbank zu verbessern. Alter, das ist ja richtig mit Skillbaum. Schön. Dann werde ich ja wieder richtig lootsüchtig. Ist nichts drin? Scheiße. Ellie. Mehr Blut. Ach so. Wo ist sie? Mehr Blut? Ah, da. Ich mach mal Lampe an. Oh, Teile. Ja, wie mehr Blut. Und jetzt? Ah, das Fenster, ja. Stimmt. Dina, hier lang. Mehr Runner. Ja. So geht das. Hätte sie aber auch direkt in den Kopf stechen sollen. Soll man nicht bei Zombies immer ins Gehirn stechen? Kehle durchschneiden ist ja dann nicht so zielführend, ne? Runner, rechts von uns. Die heißen Runner. Bitte. Die große Lektion. Verstecken und rein. Na komm. Hey, das machen die gut. Was ist das? Das alle? Ja. Mann, alles leer. Sieht so aus. Aber es bleiben noch die im Supermarkt. Gehen wir weiter ums Gebäude. Es muss irgendwo reingehen. Ich will looten. So viel Loot gibt's hier nicht, ne? Okay. Wohin nun? Ellie, hilfst du mir hoch? Ja. Ich will mich umsehen. Gut, hoch mit dir.
In dem Dach da drüben ist ein Loch. Hier. Also ein gutes Team. Danke. Da. Siehst du? Okay. Mal sehen, wie wir da reinkommen. Ja, aber auch bestimmt hier lang, oder? Drunter. What the fuck? Ellie? Oh, Digga, ich hasse das Schießen, ne? Ja. Da kommen doch locker gleich dann einfach mal 20 Leute aus dem... Bitte stirb am Alter und nicht, weil du infiziert bist. Ich will dir wirklich nicht ins Gesicht schießen müssen. Aus dem Supermarkt rausgesprintet. Okay. Cool. Bin ich hier richtig? Ach du Scheiße. Ah, das war aber geil hier. Was bringen denn die Briefe? Weglegen. Das war stark gelootet. Hier nach hinten gehen. L1 und springen. Hier entlang. Bin drin. Das hat gut funktioniert. Ich auch. Was? Wollen wir Vorräte suchen? Ist voll. Jetzt kann ich nur so wenig Munition tragen. Was ein Scheiß. Oh, Alkohol. Jetzt brauche ich nur noch Lumpen. Ich habe Alkohol. Ein paar Lumpen. Hier. Versorg dich. Lumpen. Wenn man sie braucht. Alter, sieht 1:1 aus wie in Fortnite. Da drin sind Sporen. Egal, was du für eine Verletzung hast, einfach Verbände um Unterarm fertig. Sporen? Das kenne ich jetzt noch nicht. Denk dran, ich will dir nicht ins Gesicht schießen müssen. Ich habe mich mit allem informiert, was es gab. Das ist der, was die Zombies macht. Bei den ganzen Sporen sind die schon länger hier. Alter, der Scheiß ist in der Luft. Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind darüber. Wir sollten ins Erdgeschoss. Ja, wir sollten auch looten, ne? Auch mal wichtig. Ja, ist halt komplett wie... Krieg der Welten, ne? Ja. Ah, feier ich. Tresor. Ja, fuck, was soll das? Kennt ihr jemand auswendig? Locker kennt das jemand. Digga, Zuschauer. Ist zwar ein bisschen geschummelt.
Aber ganz ehrlich, wenn man schon Zuschauer dabei hat? Mann. Wie geil einfach. Das ist ja noch geiler als Pay to Win. Einfach Zuschauer to Win. Wie geil. Weglegen. Ich hab komplett reingecashed einfach. Das ist ja geil. Hoffentlich kommt nochmal so ein Tresor. Woher kennt ihr das? Das Game kommt doch erst heute Nacht raus. Wie viele Schuss können die in einem Magazin? 3. Und das Tresor geknackt. Ah, ich will auch nicht zu viel looten. Ich will nicht so viel zu looten, ne? Ah, hier muss ich noch ran. Das ist so ein Schrank, da ist immer Coke. Zack. Wie viel habe ich davon jetzt? Ich kann schon was leeren. Aber nur in der Reihenfolge, die mir hier vorgegeben ist. Lauschmodus Bewegungsgeschwindigkeit. Bewege dich im Lauschmodus schneller. Halte R1 gedrückt, um nahe Gegner durch Wände zu spüren. Plus 50 Bewegungsgeschwindigkeit. Erhöhe die Geschwindigkeit bei der Verwendung eines Medikits. Ich kann nur das nicht machen, ne? Ich muss... Ah, okay. Was soll ich weiß gedrückt haben? Warte mal, kann man hier nicht von hier her? Nee. Doch, natürlich kann man von hier. Da, ein bisschen verlaufen. Oh, hab was gefunden. Ist doch scheißegal. Oh, bin ich jetzt schon los? So schnell oder was? Alles gut. Geht weiter. Das sind doch keine Zombies. Verfluchter Klicker. Auf geht's. Super leise jetzt. Digga, wie creepy.
kann. Diese blinden Viecher sind gruselig. Ja, ja. Sehen wir nach, ob ansonsten alles sauber ist. Das ist auch saugruselig, so eine scheiß Pappaufsteller. Absolut konzentriert, ja, ja. Dina, hilf mir mal. Sehr, das hat mich jetzt ein bisschen, das wusste ich nicht, dass das mit Klickern ist hier. Hab ich ein bisschen Puls jetzt bekommen auch, ja. Schnapp mal gleich noch auf, ey. Das ist nicht nur ein Hindernis. Doch, ist nur ein Hindernis. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich nehme es gern an. Das sind hier Skillpillen. Zum Skillbaum leveln. Was ist das, hast du? Ein Molotow. Hier. Danke. Halte zum Zielen L2 gedrückt und drücke R2, um den hohen Bogen zu werfen. Sei vorsichtig. Ich bin Profi. Was? Ich bin Profi, so direkt durch den Rucksack gerutscht. So viele Skillpillen liegen hier. Oder bin ich bescheuert? Das kann ich ja gleich schon wieder hochleveln. Ja, kann ich. Aber es gibt nur eine ausgewählte. Ich kann jetzt nicht mehr einen Skillbaum suchen, was ich leveln möchte. Na gut. Oho, so sieht es nämlich aus. Ja, am Loot bin ich ganz gut. Wieder zurück in den Raum, ne? Ich muss da was übersehen haben. Oh, da oben. Perfekt. Wieso muss ich immer vorgehen? Hier sind ganz schön viele. Was meinst du? Die Runner zuerst. Hier sind Klicker und Runner. Och, Digga, das ist schon ein bisschen creepy. Also das ist, so, hätte ich mir so nicht vorgestellt, dass das... Die kommen hier aus beiden, ist es. Die einen können mich sehen, die anderen können mich hören. Die haben halt echt mit den Sounds gespielt. Wenn Sound aus wäre, wäre das gar nicht so creepy. Die armen 12-Jährigen. Ja, ihr müsst jetzt mal ganz schnell ausmachen. Was? Lumpen? Soll ich einfach mal Gewehr?
Ah, wie, what the fuck? Wo kommt der denn her? Guter Headshot. Warum ist das so laut? Warum ist das so laut? Bewegt sich noch was? Wieso war das so laut? Weißt du was? Ich bin beeindruckt von uns. Okay. Auf zum nächsten Posten. Und da machen wir dann Pause. Wir haben es verdient. Okay. Geht nicht auf. Okay, wir machen es so. Du wirfst mich einfach nach oben durch dieses Loch. Oh, klar. Kabel. Na also. Ja, das sollte gehen. Los, rüber. Scheiße, ja. Scheiße, ja. Nu. Okay, das ist gut. Dann mal los. Ach, das ist doch scheiße. Lass uns beide gleichzeitig hochklettern. Pass bei mir auf, wenn du hier hochkommst. Das ist ziemlich windig. Bei mir bricht das dann locker runter. Ab nach Hause. Wie weit ist es noch zum Posten? Er kommt gleich nach der nächsten Stadt. Das ist nicht mein Pferd. Kommen wir nach. Schneesturm reiten? Wir werden so safe attacked.